und schauen, ob noch ein Pikachu uns über den Weg läuft. Nein, ein Hornio. Flüchtig aber. Und ich werde jetzt gegen diesen Käfersammler kämpfen. Hey, du hast auch Pokémon. Los, lass uns kämpfen. Es wird aber kein guter Kampf für dich, mein Freund. Das weiß ich jetzt schon. Der gute Baldur wird hier ziemlich jetzt den Bach runtergehen. Es sei denn, er giftstachelt mich die ganze Zeit. So, ein Volltreffer. Sehr gut. Das ist das sichere Level-Up für Mankey. Gibt viel XP. 66. Bam, das ist ja Bombe. Level 7. Und jetzt kommt ein Raupi. Ich möchte nicht wechseln, ich bleibe bei Mankey. Es kommt ein Fadenschuss. Ach, mal schauen, ob ich das hier noch durch den Wald schaffe, bevor ich gleich einen Break machen muss. Den muss ich gezwungenermaßen machen, denn wenn ihr jetzt diese Aufnahmen seht, dann ist gerade der 26. Also, nein, nee, Quatsch, also, wenn ihr seht, ist es auf jeden Fall später, denn heute ist der 26.04. Und, naja, ich habe halt am 27. Geburtstag und möchte eigentlich ganz gerne um 0 Uhr mit meiner Freundin telefonieren. Huch, und ich habe wieder so viel über mich preisgegeben. Ohoho. Naja, dann werde ich das aber auf jeden Fall schaffen. Hoffe ich. Wir kämpfen hier gegen den nächsten Trainer. Ein Giftstachel, der uns vergiftet. Shit. Mal sehen, ich müsste Mankey gleich mit dem Trank und dem Gegengift heilen. Haben wir ja beides. Ich werde auf jeden Fall zum nächsten Pokémon wechseln. Dann werde ich mein Taubsi benutzen, damit es schneller geht. Yay, Level 8 erreicht. So. Ich möchte ein Hornio einsetzen und ich möchte mein Taubsi rausnehmen. Los, Taubsi! Dieses Hornio wird jetzt ziemlich schnell besiegt. Ach, was? Es überlebt mit so wenig Leben? Das kann doch nicht sein. Okay, Tackle. Jetzt aber. So, und jetzt kommt noch ein Kukuna. Das wird jetzt, denke ich, gar kein Problem. Kukuna, Härtner. Das ist alles, was es kann, wahrscheinlich. Ja gut, normalerweise könnten sie auch noch Tackle, wenn sie von einem Hornio... Nee, Quatsch, Giftstachel. Wenn sie ja von einem Hornio weiterentwickeln. Aber wenn man sie so in der Natur trifft, können sie nur Härtner. Das ist voll lächerlich. Ist auch so blöd, die dann zu trainieren, wenn man sich ein Kukuna fängt. 106 XP hat's gegeben. Bombe, ey. Alles klar. Eusebius hieß er. Was für ein Name, ey. So. Ah, Mist. Vergessen. Ich muss ja hier erstmal Gegengift für mein armes Mankey. Den Trank heben wir uns mal noch auf. Oh, ein Pokéball. Da war ein Gegengift drin. Kann ich gebrauchen. So, laufen wir darum. Da müssten irgendwie hier auch Trainer rumstehen, soweit ich weiß, ja. Nehmen wir nämlich mit. Der hat einen Raupi. Ah, sehr schön. Ein Volltreffer. Den kann man immer gut gebrauchen. Das Raupi mit zwei Schlägen besiegt.
Jetzt kommt noch ein Raupi. Jetzt benutze ich mal den Trank. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht mehr zurück muss in die Stadt. Nee, aber ich denke nicht. Das kriegen wir jetzt hin, da kommen wir jetzt locker durch. Ich glaube, es ist jetzt nur noch ein oder zwei Trainer, gegen die wir kämpfen müssen. Und wir haben ja noch unser Taubsi. So, Raupi besiegt. Ah, schade, kein Level Up mehr bekommen. Lass mich durch! Ja genau, jetzt müsste da oben gleich jetzt noch, ne, hier auf der linken Seite müsste gleich nochmal ein Trainer kommen. Ein Hornio Level 3. Ich hoffe immer noch, dass ein Pikachu noch auftaucht. Ah ne, hier ist noch einer und... Ist das schon der letzte? Ne, ich glaube, da kommt noch einer. Gut, an dem hätten wir jetzt auch vorbeilaufen können, aber... Gibt ja XP, nimmt man ja alles mit. Man nimmt ja, was man kriegen kann, gell? So, jetzt muss ich mich beeilen, sonst hat er gleich sich mit Hartner so hart gemacht, dass ich kaum noch Schaden dran mache. Ich glaube, ich wechsle hier besser auf... Mein Taubsi, das ist, glaube ich, klüger. Und Windstoß! Ja, man sieht schon, der Härtner macht schon ein bisschen was aus. Wenn er den zwei, dreimal benutzt, dann macht auch der Windstoß nicht mehr so viel Schaden. Aber wenn es ein Volltreffer wird, dann ist er auf jeden Fall erledigt. So, war kein Volltreffer, hat trotzdem gereicht. So, Level 9 für Mankey. Ich finde das immer schön, hier bei der Edition haben sie es ja dann eingeführt, das immer mit dem einzublenden, dass man sieht, wenn auch das andere Pokémon ein Level Up hat. Volltreffer, Raupi besiegt. Und jetzt kommt noch ein Safcon. Ah, es reicht nie für einen One-Hit. Leider nicht. Okay, getackelt. Besiegt. Level Up mitgenommen. Passt. Level 13 für Taubsi und Taubsi lernt Ruckzucki. Sehr schön. Die Attacke kann man super benutzen, wenn sie einen mit Fadenschuss so schön verlangsamt haben. Weiter geht's. Wäre noch cool, wenn jetzt hier noch ein Pikachu aufgetaucht wäre. Oder noch auftauchen würde. So, Trank mitgenommen. Muss es ja riskieren, hier nochmal vielleicht ein Pikachu zu finden. Raupi. Aber ich weiß gar nicht, ob die hier so weit oben in dem Wald noch vorkommen. Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, die kommen ganz unten vor, die Pikachus. Nee, noch ein Hornio. Oh, er möchte gegen mich kämpfen. Warum die Eile? Weil ich das versuche, in 15 Stunden durchzuziehen, mein Freund. Deshalb. So, er hat nur noch ein Hornview. Aber das wird wahrscheinlich Level 9. Ja, Level 9 sein. Huh. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Kratzer. Jetzt kommt ein Fadenschuss. Das ist immer gut. Das macht keinen Schaden. Nie so krass gesenkt. Und vergiftet obendrein. Egal, besiegt. War der letzte Trainer. Mankey ist schon Level 9, damit können wir Rocco locker platt machen. So. Wir haben leider kein Pikachu mehr gefunden. Schade eigentlich.
War hier nicht noch irgendwo eine Tante oder ein Typ, der mir noch irgendwas mitgibt? Ich bin mir nicht mehr sicher. So, jetzt hier Route 2. Hier gab es, glaube ich, keine außergewöhnlichen Pokémon zu fangen. Mankey wurde besiegt. Schauen wir mal kurz mit unserem Taubsi. Ich glaube, hier gab es auch nur Taubsi und Radfratz. Ja, Level 2, gut, lohnt sich gar nicht. Also flüchten auf zum Pokémon Center. Ja, hier Mamoria City. Wunderschöne kleine Stadt. Mit Rocco als Arenaleiter. Alles klar, heil mal bitte unsere, meine zwei Pokémon. Dankeschön. So, ich speichere jetzt und damit sage ich dann auf jeden Fall schon mal, das war's für die erste Aufnahme hier. Sehen uns dann gleich oder in der nächsten Aufnahme wieder. Muss ich... Ach Mann! Überspeichern. Da muss man ja immer hochdrücken einmal. Ja, möchte ich. Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüssi! Ja, herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Pokémon Feuerrot. Wir dürfen keine Zeit verlieren, denn unser Speedrun erwartet uns ja, also beziehungsweise wartet auf uns hier. So, wir schauen nochmal kurz. Wir haben Mankey und Taubsi dabei. Mankey Level 9, Taubsi Level 13. Und wir sind hier angekommen in Mamoria City, der kleinen schönen Stadt, in der Rocco der Arenaleiter ist und mit uns auf... er wartet da auf uns und hat auch den Felsorden für uns schon parat, hoffe ich. Wie viel Geld haben wir? Wir haben nicht viel Geld. Kaufen wir Pokebälle, 2 Stück. Yay! Okay. So, nein, sie können nichts mehr für uns tun. Es geht los! Und ich denke, wir stürzen uns direkt in den Kampf gegen Rocco. Zur Arena rüber. Keine Zeit für irgendwelche unsinnigen Schnickschnack hier. So, da haben wir hier noch den ersten Trainer, den wir erst besiegen müssen, bevor wir zu Rocco können. Schauen wir mal, was der so drauf hat. Ich bin mal gespannt. Herausforderer von Camper Georg. Er hat einen Kleinstein. Einen Kleinstein, Level 10, männlich. Ja, dann kommt jetzt mal Mankey mit Fußkick und basht dieses Kleinstein ziemlich schnell weg, hoffe ich. Oh, Kleinstein erhöht mit Einigler seine Verteidigung. Eine dritte Attacke dürfte es dann aber nicht mehr überleben. Oh, ein Tackle. Zack. Da wurde Kleinstein auch schon besiegt. Es gibt 183 XP, das reicht locker mal für Level Up hier. So, und als nächstes... Was kommt als nächstes? Ein Sandan. Sandan ist ja ein normales Boden-Pokémon. Ich glaube, da bringen Kampfattacken nicht sonderlich viel. Nein. Ah, und auch hier der Einigler. Probier's mal mit Kratzer. Bringt gar nichts. Bleiben wir bei Fußkick. Es wird so ein Kampf, der, etwas dauert. Normal hat Kratzer ja eine höhere Volltrefferwahrscheinlichkeit. Aber... Okay, ja, wir probieren es einfach mit Kratzer. Oh nein, die Attacke von Mankey ging daneben. Der Sandwirbel war es schuld. So, wenn Mankey drauf geht, nicht schlimm. Wir müssen vor Rocco sowieso nochmal zum Pokémon Center. Ich wechsle jetzt trotzdem auf Taubsi, um die XP mitzunehmen für Mankey. Los, Taubsi! So, Windstoß. Ah, es macht nicht viel Schaden. Diese Verteidigungserhöhung von den Pokémon ist schon ziemlich fies. Ah, aber da ist Sandan besiegt. Mankey kriegt noch 109 XP. Taubsi auch 109. So, Dankeschön. Jetzt muss ich allerdings leider wieder zurückkehren. Einmal Pokémon vollheilen, denn ich brauche Mankey auf jeden Fall. Sonst habe ich gegen Rocco keinerlei Chancen.
Dann mit Taubsi komme ich da, denke ich, nicht weit.